Lara, wir fanden uns vielleicht mal ganz gut. Oh, vielleicht mal ganz gut? Ja, aber wenn ich an diesen Stress zwischen Mike und dir denke, habe ich einfach gar keinen Bock mehr, so viel Bock, irgendwas mit dir zu machen. Und ich glaube auch nicht, dass deine Entschuldigung ernst gemeint war. Wie bitte? Hältst du mich jetzt für eine Lügnerin oder was? Ich halte dich für die Schwester von Robert und ich glaube, das reicht. Servus, hey. Hey, meinst du? Alles gut? Ja, bei dir? Ja. Schmeiß mir das weg. Jetzt ja oder nee, warte mal eben ganz kurz. Vielleicht kann man das nochmal wieder. Das ist ja auch was. Aufräumen, mal beide. Das macht aber besonders Spaß, oder? Ja, glaube ich nicht. Ja, ja, ja. Hast du Bock? Guten Tag. Wir wollen uns einchecken. Ich muss jetzt hier erstmal wieder alles. Warte. Was ist das denn da? Dein Ernst? Das ist alles verhakt mit dem. Wie geht's dir denn? Ja. Kleiner Kater und abgesehen davon ärgere ich mich tierisch über den Auftritt von mir gestern, weißt du, aber Roberts Schwester Daria hat mich so krass provoziert, dass ich einfach nur noch die Kontrolle über mich verloren habe und mich hier besoffen habe bei der Wiedereröffnung und das tut mir im Nachhinein so leid, weil das ein voller Erfolg werden sollte und dann habe ich so einen peinlichen Auftritt hingelegt, aber trotzdem rechtfertigt das nicht, was sie zu mir gesagt hat, bei aller Liebe. Aber auch wenn sie mich nicht mag und ich sie auch nicht mag, rechtfertigt das nicht, dass sie Lisa ins Spiel bringt. Ich fand das auch scheiße, glaub mir das. Hart asozial. Ja. Ich hoffe, du hast dich von deinem Crush auf die Bitch erholt, ja. Das war kein Crush, Maike. Ein kleiner Fan. Wie man's nimmt, ne? Oh Gott, das ist der Moment, wo ich den Raum verlassen muss. Na, wieder besser drauf als gestern? Wir haben noch einen Drink offen. Erinnerst du dich? Glaubst du ernsthaft, dass nach der ganzen Nummer gestern überhaupt noch Bock auf einen Drink? Also wenn wir das Ganze mal Revue passieren lassen, dann erinnerst du dich sicher daran, dass Maike es sehr auf den Streit angelegt hat, ne? Oder glaubst du, ich hatte im Sinn, die Party so zu sprengen mit so einem Streit? Ganz sicher nicht. War unsere Tochter damit reinzuziehen? Ja, war nicht ganz korrekt. Aber ich werde dir schon noch zeigen, dass ich nicht der Teufel bin, für den alle mich halten. Oder du mich hältst. Ja, scheiße, sie hat recht. Maike hat provoziert. Aber trotzdem, ich kann doch nicht einfach so mit einer Frau was trinken gehen, die meine Freunde alle hassen. Dass sie uns ihre scheiß Partyreste auch noch wegräumen lassen, ist ja die größte Frechheit vor dem Herrn. Ja. Und bitteschön für deine ganzen Bemühungen. Vergessen. Salat. Also, ja. Hast du richtig Mühe gegeben, ey. Maike, hast du gerade noch mal eine Minute? Ich wollte mit dir über gestern sprechen. Weil es so schön geendet ist. Unschön geendet. So kann man sich Sachen auch irgendwie so ein bisschen zurechtlegen, ne? Es war absolut daneben, was da gelaufen ist. Okay, wenn wir beide ein Problem miteinander haben, dann ist es ein Ding zwischen uns. Aber dass du meine Tochter mit reinziehst, ist hart unprofessionell, okay? Lisa geht dich einen Scheißdreck an und ich möchte, dass du sie in Zukunft aus dem Spiel lässt. Ja, hast du recht. Ja, also das war echt daneben und dafür möchte ich mich auch entschuldigen. Mhm. Ich meine, wenn man es mal genau betrachtet, ne, warst du ja auch ganz schön betrunken. Aber ich hätte mich darauf nicht einlassen dürfen und das war sehr unprofessionell. Ja. Also ich würde mich echt freuen, wenn wir das Ganze jetzt beerdigen könnten und dann zur Professionalität zurückkehren. Sorry, aber ich glaube dir kein Wort. Was sollen wir denn hier beerdigen? Du bist persönlich geworden, hast mich als schlechte Mutter hingestellt, obwohl du mich überhaupt nicht kennst. Das werde ich nicht einfach so beerdigen und das werde ich mit Sicherheit nicht vergessen in Zukunft. Wir müssen miteinander klarkommen hier, wir müssen zwangsläufig miteinander arbeiten, weil Robert dich ins Hostel geholt hat, aber das werde ich nicht vergessen. Ich gebe dir einfach einen Tipp, lass mich in Zukunft in Ruhe und dann kommen wir miteinander klar, okay? Ja, das war doch keine ernst gemeinte Entschuldigung. Will sie mich verarschen? Die spielt uns auf jeden Fall noch was vor. Ja, definitiv. Oh, Maike, die Nummer mit Lisa war scheiße. Allerdings. Nee, das geht gar nicht, wirklich. Ja, sag ich ja. Aber ich weiß auch nicht, was ich dir glauben soll. Ich kann euch beide verstehen. Ist das so? Ja, du warst auch nicht ganz ohne. Habe ich ja auch heute früh schon gesagt, oder nicht? Ja, hast du gesagt. Ich bin aber auch jemand, der auch ganz gerne mal eine zweite Chance gibt, das weißt du auch. Ich weiß, das ist schwierig, auch mit der Vorgeschichte, mit ihrem Bruder und alles, aber ja, ich weiß auch nicht. Keine Ahnung, ich
glaube einfach, bei mir hat sie verschissen. Mal schauen, was daraus noch wird, ne? Gar nichts. Sollen wir einfach aus dem Weg gehen. Hi. Hi. Und? Zufrieden? Womit? Ja, mit meiner Entschuldigung. Ich hab dir wirklich ernst gemeint. Und ich hoffe, du hast gesehen, dass ich nicht so scheiße bin, wie wir alle immer sagen. Was willst du mir jetzt damit sagen? Guck mal, Carlo, ich möchte einfach nicht, dass dieser scheiß Streit mit Maike und mir zwischen uns beiden steht. Lara, wir fanden uns vielleicht mal ganz gut. Oh, vielleicht mal ganz gut? Ja, aber wenn ich an diesen Stress zwischen Maike und dir denke, hab ich einfach gar keinen Bock mehr, so viel Bock, irgendwas mit dir zu machen. Und ich glaube auch nicht, dass deine Entschuldigung ernst gemeint war. Wie bitte? Hältst du mich jetzt für eine Lügnerin oder was? Ich halte dich für die Schwester von Robert und ich glaube, das reicht. Auch wenn ich die Schwester von Robert bin, ich mache, was ich möchte, okay? Und ja, ich liebe ihn und ich stehe hinter ihm. Aber ich bin eine eigenständige Person, Carlo. Und ganz ehrlich, was denkst du, wie ich reagiere, wenn Maike mich so beschissen auf der Party anmacht? Soll ich einfach da stehen und nichts machen, oder was? Das habe ich nicht von dir erwartet, aber wie du reagierst, das war einfach nur komplett asozial. Ey, wenigstens habe ich die Größe, mich zu entschuldigen. Aber ganz ehrlich, ich glaube langsam, du bist nicht der coole Typ, für den ich dich gehalten habe. Weil du lässt dich nämlich ganz schön von deinen Freunden beeinflussen. Ehrlich gesagt, ist mir doch scheißegal, für welchen Typen du mich gehalten hast. Aber wenn ich eins nicht mache, dann lasse ich mich nicht von meinen Freunden beeinflussen. Und ich fand es aber komplett asozial, wie du Maike als Mutter beleidigst und damit auch noch meine Tochter reinziehst. Ach so. Das geht gar nicht. Mhm. Ach so. Und was Maike gemacht hat, das siehst du nicht, ne? Ach, Scheiße. Wie geht's? Nein. Warte mal. Das tut mir leid. Scheiße, Mann, du hast mir voll die Tür vom Kopf gehauen. Das war keine Absicht. Wirklich? Nein, das blutet nicht. Mann, ey, das tut mir wirklich leid. Sollen wir das kühlen gehen? Ja. Komm hoch, langsam. Pass auf. Nach dir. Danke. Willkommen in der Bar 51. Wow. Nice. Ist cool, ne? Mhm. Aber... Nehmen wir einen Drink? Ja. Ja? Das ist auch das Mindeste, was du mir anbieten kannst. Ein bisschen schade, dass ich mir erstmal hier die Tür vom Kopf schlagen lassen muss, aber gut. Sorry, das war wirklich keine Absicht. Ja, macht ja nichts. Aber es ist echt ein cooler Laden. Nun, ein bisschen leer hier, hm? Ja, wie du siehst, habe ich gerade aufgeschlossen. Ja. Offiziell haben wir nämlich noch gar nicht geöffnet. Exklusivität. Wow. Arbeitest du hier oder ist das dein Laden? Das ist leider nicht mein Laden. Das ist ein Freund von mir, dem Helge. Ich mache hier nur den Barchef. Hi, Jan. Möchtest du ihn schon mal nehmen und dich da vorne setzen? Klar. Lass mich nicht zu lange warten. Ja. Hi. Was macht ihr hier? Du hättest mir auch mal vorwarnen können, dass du hier reinschlüpfst. Dann hätte ich mich ein bisschen beeilt und wäre weg gewesen. Ich wusste nicht, dass du da bist. Alter, die ist der Grund, weshalb ich im Hostel geschmissen habe, ey. Ich weiß. Hängt sie jetzt auch hier rum, oder was? Ja, guck mal an ihren Kopf. Ist sie doof zum Laufen, oder wie? Ich habe mir eine Tür vom Kopf gehauen. Pech. Das ist ein Entschuldigungsgetränk. Zahlt sie das? Nein, es geht auf meine Kappe. Okay. Ey, du kannst machen, was du willst. Sei nur vorsichtig, ja? Ich weiß. Aber ich finde, jeder hat eine zweite Chance verdient und sie auch. Verzweifle ich. Ja, hab ich. War echt cool, also... Schöne Zeit, hm? Ja, ich mach das auch echt gerne. Schön. Hast du sonst irgendwelche Hobbys oder so? Also irgendwas, was du gerne machst? Sicher, Carlo. Aber hör mal, du bist so unentspannt gerade. Ich habe mir das irgendwie ein bisschen witziger vorgestellt, um ehrlich zu sein. Pass auf, ich glaube, wir beide wissen, woran es liegt, ne? Thema Maike. Du hast vielleicht Angst, dass es Stress gibt, wenn sie weiß, dass du und ich hier und ist okay. Also ich meine, ich
beende das Ganze dann jetzt hier erstmal für diesen Zeitpunkt, denn es macht keinen Sinn. Aber ja. Dann ciao. Hey Daria, warte. Guck mal, wenn der ganze Stress mit Maike nicht wäre, dann hätte ich dich schon längst gedatet. Aber ich verstehe es einfach nicht, wieso man so scheiße zu George und Maike sein kann. Ihr kennt euch gerade mal eine Woche. Ja, und? Wir haben einfach verschiedene Business-Ideen, also... Ja, und die ganze Nummer mit deinem Bruder? Wieso ist der so respektlos zu meinen Freunden? Stopp, Carlo, du redest nicht... Nee, nicht stopp. Nein, du bist auch richtig du kacke redest zu dem. Du bist fast genauso wie dein Bruder. Du hast keine Ahnung, okay? Keine Ahnung. Rede nicht so über meinen Bruder, ganz ehrlich. Wovon habe ich keine Ahnung? Komm, wir gehen... Können wir einmal kurz zum Tisch, dass ich dir das einmal erklären kann? Bitte. Ich möchte sie erklären, komm. Was gibt's denn da zu erklären? Pass auf. Mein Bruder und ich, wir haben einfach eine super besondere Bindung. Ja? Als ich Teenager war, ich bin zu Hause rausgeflogen. Das war die schlimmste Zeit meines Lebens. Und mein Bruder hat mir den Arsch gerettet. Ohne ihn wäre ich nichts. Und schon gar nicht da, wo ich jetzt bin. Ich lasse, und das musst du bitte verstehen, nichts über meinen Bruder kommen, ja? Ich liebe ihn über alles. Und da lasse ich auch, da lasse ich nicht mit mir diskutieren. Verstehst du das? Ja, guck mal. Ich habe keine Ahnung, was da damals vorgefallen ist. Und das tut mir auch leid. Aber so wie du zu deinem Bruder stehst, stehe ich halt auch zu Mike und George. Das ist meine Familie. Ja, das ist ja auch schön. Aber weißt du, als ich dich im Hostel gesehen habe, ich fand dich einfach klasse. Vom ersten Moment. Und das ist so, ich meine, auch wenn du auf der anderen Seite stehst, das hat doch mit uns nichts zu tun, oder? Wir sind doch frei zu tun, was wir wollen. Ich meine, wir sind ja eigenständige Menschen. Ne? Und im Endeffekt, das ist Business. Das muss, da müssen wir uns von lösen. Ja, es geht ja um uns hier. Und ich würde mich echt freuen, wenn wir das hinbekommen, weil ich finde dich echt interessant. Fangen wir neu an? Sehr gerne. Und jetzt ein bisschen bessere Miene. Und auf gute Nachbarschaft. Auf eine gute Nachbarschaft. Vorsicht, 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 Vorsicht. Stufe. Ja, hab ich. Stufe-Check. Ich glaube, ich bringe die noch mal kurz aufs Zimmer, wa? Ja. Ja. Also so ganz so rund läufst du nicht mehr. Nee. Ja, reden läuft auch nicht mehr so, ne? Das zweite Mal der Woche. Schönen Abend, ja. Gerne. Also, es war echt schön. Ja, fand ich auch. Willst du noch Verzichten. Du wusstest nicht, dass wir heute schon genug Drinks hatten, ne? Ja. Und ich bin ja auch ein anständiges Mädchen. Natürlich bist du das. Mhm. Aber vielleicht sollten wir uns nach der nächsten Nummer heute ein bisschen langsamer eingehen. Mhm. Ich hab's schon tausendmal gesagt. Das war eine Ausnahmesituation. Ja, eigentlich bist du ganz lieb, ne? So ist es. Mhm. Musst du nur noch herausfinden. Ja, aber dann nicht das mit dem Tier vor den Kopf schlagen, das brauchen wir nicht. Frag einfach, ich bin dabei. Also nächstes Mal mit dem Stein, ne? Einfach ganz. Ja. Ich frag einfach. Ja. Schön. Gut. Dann willst du echt nicht noch reinkommen? Könnte spannend werden. Schlaf gut. Du auch. Schön. Ich mich auch. Alter, sie kann ja wirklich süß sein. Wenn die Nummer gestern nicht gewesen wäre, dann... Trotzdem hat sie eine zweite Chance verdient. Hey. Schönen Abend noch. Warte mal, Maike. Was? Ist alles gut? Klar, was soll sein? Nee. Ist das, weil du Daria und mich gerade zusammen gesehen hast? Weißt du, Carlo, eigentlich geht's mich überhaupt nichts an. Aber ausgerechnet Daria,
Nach dem, was du gestern mitgekriegt hast, dass sie Lisa damit reingezogen hat und sowas? Ausgerechnet sie? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe dich, Maike. Mhm. Das war richtig scheiße von mir. Und ich habe auch meine Bedenken bei Daria. Ja, die sind auch noch nicht ganz weg, aber das treffen wir heute spontan mit ihr. Mhm. Und ich glaube, die ist einfach nicht so scheiße, wie du denkst. Und die Entschuldigung war auch ernst gemeint von ihr. Ja, sicherlich. Natürlich war sie das. Auf einmal. Maike, hey. Du weißt, dass ich jemand bin, der jedem eine zweite Chance gibt. Und die hat auch Daria verdient. Guck mal, ich will nicht, dass irgendwas zwischen unserer Freundschaft steht. Die ist mir viel wichtiger. Du bist mir wichtig, Maike. Es wird sich nichts ändern zwischen uns. Du bist mir auch wichtig. Schon allein wegen Lisa. Ich muss dann mal los. Schönen Abend. Aus der Gastro spielen lassen und uns einen echt super Preis ausgehandelt. Also bitte, hier ist die Mappe. So machen wir das jetzt. Nee, so wird's nicht gemacht. Fein, wir wollten eigentlich einen Feierabenddrink nehmen und entspannt was trinken und ein bisschen quatschen, aber die Lust ist mir gerade vergangen. Das könnt ihr doch immer noch. Nee, du, aber nicht in dieser Gesellschaft.